Holla, was? Wie heißt der Hauptdarsteller von der amerikanischen Fernsehserie Magnum? Helfrich. Na, der geht mit S-O. Ah, hab schon. Emmy? Ja? Es ist wieder soweit. Achtung, fertig, los! Was sind die da drunter jetzt wohl denken? Das kann uns doch wurscht sein. Die Frage ist halt, wie lange sie es aushalten. Auch nicht länger als wir die anderen. Na, hätten wir sie ja in spätestens 3 Wochen wieder draus. Worauf du dich verlassen kannst. Schuld sind die Leute selber, was müssen sie denn auch da einziehen? Na. Schuld ist unser Hausbesitzer, der Herr Bachler. Wie oft habe ich ihm schon gesagt, dass wir da an der unteren Wohnung interessiert sind. Aber na, wieder muss es fremde Leute gehen. Dabei war das mit ein bisschen guten Willen leicht zu bewerkstelligen gewesen. Da sollte man ja nichts verzeihen. Ja, von wegen zu groß für uns zwar. So ein Schmarrn. Du, und dann setzt er eine Familie mit 4 Kindern da rein. Als ob wir nicht schon genug Kinder im Haus hätten. Die kriegen wir auch wieder raus. Das war noch schon die 3. Familie. Und das geht so lang, bis wir die druntere Wohnung haben. Du, der soll ja nicht glauben, dass wir nicht am längeren Hebel sitzen. Oh, erst. Die melden sich schon. Sollen wir nicht ein bisschen fester klopfen, dass einer der Putz auf den Kopf fällt? Nein, immer gleichmäßig. Das macht sie nervlich fertig. Du, Paula, wenn jetzt mir dann einmal runterziehen, kriege ich doch das hintere Zimmer, oder? Na. Du bist die Jüngere. Du schlafst nach vorn aus. Paula, vorn aus? Ja. Da bringe ich wohl auch der Straßenlärm den ganzen Tag kein Auge zu. Weiter, du wirst doch tagsüber nicht schlafen, oder? Ja, wenn's meinst, Paula. Na gut. Dann kriegst halt du das Kleine und der Uli das vordere Zimmer. Der Uli? Ja! Der Sohn von unserer Schwester Anni. Ist das so schwer zum Verstehen? Ja. Du sagst nein. Vergiss nicht aufs Klopfen. Ja. Wenn die Wohnung für uns zu groß ist, wie der Bachler immer meint, dann nehmen wir eben unseren Neffen Uli auf. Da kann niemand was dagegen haben. Ja, weiß nicht recht, Paula. Wir haben uns doch bis jetzt auch nicht um den Uli gekümmert. Ja, eben. Dann kümmern wir uns jetzt drum. Wohnt der nicht irgendwo zur Untermiete? Ja, eben, dann zieht er halt aus. So ein windig Studenter ist froh, wenn er sich die Miete sparen kann. Der soll umsonst da wohnen, das ist doch nicht dein Ernst. Freilich, ohne Opfer geht nichts im Leben. Und ich muss jetzt mageln vom Haushaltgeld 5-mal umdrehen. Das ist doch nur für einen Übergang. Wenn wir die große Wohnung unten haben, dann sitzt man sofort wieder auf die Straße. Das ist nur gut. Ja, wenn's noch dir ging, dann kann man mir zu gar nichts. Oh, erst. Die verlieren schon die Nerven. Du, und das bedeutet nicht bis gleich zum Uli, wenn er kommt. Wieso? Wann kommt denn der? Ja, ich hab ihm geschrieben, dass er sich einmal bei uns sein lassen soll. Oh, Paula. Also du bist vielleicht der Angsthase, gell? Also fertig, aus, aufhören, Pause für 10 Minuten. Ja, ich bin eh schon ganz durcheinander von der Pumperei. Ja. Oh, das sind... Lass mich machen, gell? Und lass dir ja nichts anmerken. Ja? Grüß Gott, entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Dürr. Ach ja, angenehm, Engel. Engel, das ist aber nett, dass Sie bei uns vorbeischauen, Herr Dürr. Immer schau, das ist der Herr Dürr, der neue Mieter von der unteren Wohnung. Er macht einen Antrittsbesuch. Das ist aber nett. Grüß Gott, Herr Dürr. Ja, grüß Gott. Engel, und ich bin auch ein Engel. Ich wünsche Ihnen als Ihr Nachbarin viel Glück, kein Wasserrohrbruch und kein Zimmerbrand. Ja, das ist ja nett von Ihnen. Vielen Dank.
Ja, bekannt machen wollte ich mir eigentlich auch, aber hauptsächlich komme ich wegen der Klopferei. Klopferei? Das ist ja nicht zum Aushalten. Bei uns wackelt ja der Kronleuchter. Ja, sowas kann bei uns nicht wackeln. Okay, lass doch von Herrn Dürr ausreden. Was ist denn das mit der Klopferei, Herr Dürr? Also alle 10 Minuten klopft es. Das ist, wie soll ich jetzt da sagen? Ja, das ist so, als wir so. Als wäre jemand am Webstuhl arbeiten hat. An einem Webstuhl? Na, Emmi, hast du was klopfen gehört? Ja, bei uns wird nicht klopfen. Na, da sind's wirklich auf dem Holzweg. Bei uns klopft niemand. Sie und Webstuhl haben wir auch keinen. Da schauen Sie her, da ist mein Strickzeug. Und wenn ich mit dem klopfen tat, da könnten Sie doch gar nichts hören. Na, ist aber komisch, gell? Ja. Ja, was kann denn das nachher sein? Sie können einen ruhig selber überzeugen, dass bei uns nichts klopfen kann. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich hab auch nichts gehört. Ja, ja, und wo stand denn wir mit einem Webstuhl? Ja. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Dürr? Alle Körle! Nein, danke schön. Ich muss gleich wieder runter. So ein Umzug ist ein Haufen Arbeit. Ja, wirklich. Eine Mordsplauderei, gell? Wir freuen uns so, dass Sie die Wohnung gekriegt haben. Naja, das war ein großes Glück. Ja. Na, wer nimmt denn heute noch Kinder? Ja, gell. Das ist wirklich eine Schande. Um Gottes Willen. Kinder sind doch Kinder. Und wenn sie mal da sind, ja, dann müssen sie auch irgendwo bleiben, die Kleinen, oder? Ja. Na, so klein sind sie auch nicht mehr. Die Älteste ist 27. 27? So. Und da wohnt die immer noch daheim? Hm? Eine 27-jährige Tochter haben Sie schon. Herr Dürr, das hätte ich Ihnen nie zugetraut. Mir. Ja, und Ihre alte Wohnung, die war wohl nichts Gescheites. Nein, eine 2-Zimmer-Wohnung halt. Was, 2 Zimmer nur? Mit 4 Kindern? Na. Sachen gibt's, hast du das gehört? Ja, gell. Okay. Schrecklich, gell, ist so die Wohnungsnot. Na. Also, wir freuen uns richtig, dass Sie so ein schönes Zuhause gekriegt haben, gell, Emmi? Ja. Naja, aber wenn die Klopferei nicht aufhört, das war furchtbar. Ja, ja. Das geht uns jetzt schon auf Nerven. Ja, das können wir uns vorstellen, gell? Ja, aber an uns liegt's nicht, Herr Dürr. Wir haben alle 2 tagsüber Hausschuhe an. Ja, oh! Ja, also nimm heute halt mal ab. Ja, da fällt mir was ein. Herr Dürr, Ihre Vormieter haben sich auch schon beschwert wegen Geräusche. Ja, richtig. Das war dann ein Antennendraht, der immer an die Dachrinne geschlagen hat, gell, Paula? Ja. Wie oft haben wir das damals dem Hausbesitzer gesagt, dass er nachschauen lässt? Aber den interessiert ja an seine Mieter sowieso bloß die Miete. Ja. Nein. Antennendraht ist das nicht. Nee. Das tut anders. So. Aber ich werde es schon rauskriegen. Naja, im Moment ist ja wieder eine Ruhe. Ja. Also, nichts für ungute Damen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Dürr. Recht viele Grüße, unbekannterweise, an Ihre Frau Gemahlin. Ja, wir freuen uns schon, wenn wir es kennenlernen, gell, Paula? Es geht doch nichts über eine gute Nachbarschaft, gell? Ja. Ja, und wenn wir mit dem Umzug fertig sind, dann werden wir uns erlauben, dass wir Sie auf das Café einladen, gell? Aber nur, wenn es Ihnen recht ist. Ja. Wir freuen uns narrisch. Und wenn Sie Hilfe brauchen, Herr Dürr, sagen Sie es ruhig. Meine Schwester springt jederzeit bei Ihnen ein. Ja, toll. Also, es ist wirklich sehr nett von Ihnen, gell? Also, vielen Dank. Wiederschauen. Bis bald, Herr Dürr. So, das hätten wir halt schon. Emmi? Ja? Du, den bringst einer nachher runter und gratulierst zur Wohnung. Das macht einen guten Eindruck. Paula, meine schöne Begonie. Du weißt, dass ich auf Begonien allergisch bin. Also, oh, wer wird das wieder sein? Ja, Sie wünschen. Grüß Gott, ich bin's, der Uli. Ja, Uli! Ja, eine Überraschung! Schau, der Uli ist da. Der Uli? Ja, der Uli. Ah, der Uli. Ja, das freut uns.
uns aber, dass du uns einmal besuchst. Grüß dich. Grüß dich, Tante Emmy. Ja, du hast mir doch geschrieben, dass ich mich wieder mal singen lassen soll bei euch, oder? Ja, freilich habe ich das. Ja, setz dich doch durch. Okay. Bist du groß, Mann. Ich glaube, ich das letzte Mal gesungen habe, war es nur so. Wie geht's dir denn, Bub? Danke, gut. Mei, man wächst halt her mit der Zeit, ja, gell? Ja, wenn die Zeit vergeht. Ja. Und wie gefällt's dir auf der Universität? Naja, es geht schon. Ich mein, man muss halt lernen wie überall, gell? Ja. Das ist ja sehr direkt ein Wunder, gell? Dass dir dein Vater das Studium ermöglichen kann. Ich mein, so viel verdient ja der gar nicht, ne? Ja. Ja, schau, und drum haben wir uns gedacht, deine Ausbildung kostet deinem Vater so viel Geld. Und warum soll er dann auch noch ein Zimmer in einer fremden Stadt zahlen, wo du durch zwei alte Tanten hast? So? Ja. Ja, habt ihr euch doch sonst aber recht wenig kümmert um mich. Naja, das weißt ja, wir haben uns ja eigentlich mit deinem Vater nicht so besonders verstanden. Ja, weil es euch nicht passt hat, dass meine Mutter bloß einen einfachen Maurer geheiratet hat. Und dass ihr zwar erwischt habt. Nein. Nein, das ist nicht der Grund. Nein, das ist, weil, na ja, wir haben uns heute gedacht, gell, wir begraben den alten Streit und machen den ersten Schritt zur Versöhnung. Späte Einsicht. Spät, aber nicht zu spät. Duli, was hältst du davon, wenn du einfach bei uns einziehst? Was? Bei euch? Ja, bei uns. Schau, wir leben da ganz allein, gell. Wir sind auch immer älter. Und da wäre es sehr schön, wenn wir ein junges Leben um uns herum hätten. Ja, dann hätten wir auch jemanden, für den wir sorgen könnten, gell, Paula? Ja, ja, wo ist denn Uli nichts anbieten? Ja, Gott, entschuldige. Nein, vielen Dank. Bloß keine Umstände. Ich habe sowieso nicht viel Zeit. Also, ihr meint, ich soll bei euch zwei einziehen? Ja, bei deinen alten Tanten. Oder hast du was dagegen, Uli? Ach wo, aber ob's halt meinem Vater recht ist? Hm? Ja, weil er hat einmal gesagt, lieber verkaufe ich mein letztes Hemd, bevor ich von den zwei alten Krähen was annehme. Ah! Typisch dein Vater, gell? Ja. Der war immer schon ein gescheiter Hochten. Oi, die Krähen. Der hat immer schon so einen komischen Humor gehabt. Bist jetzt in Stadt. Wer ist denn das schon wieder? Ah, das wird die Fuchsin sein, die wird sich einen Kaffee ausleihen wollen. Entschuldigen Sie, ich bin die Tochter von den neuen Mietern. Mein Vater lässt fragen, ob Sie vielleicht wissen, wo der Sicherungskasten ist. Schau, Paula, das ist das Fräulein Dürr. Ja. Grüß Gott. Ja, grüß Sie noch gut. Katrin! Uli! Ja, wie spinn, wo kommst denn du da her? Ja, wir wohnen da drunter. Das war's seit ein paar Stunden. Nein, ich glaub's nicht. Da trifft man sich wieder. Was? Ihr kennt euch? Ja, natürlich. Mit der Katrin habe ich schon im Sandkasten gespielt. Na, das ist gut. So ein Zufall. Mei, ist das rührend. Der Uli ist unser Gehört doch. Neffe. Also, wie lange ist jetzt das her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben? Puh, ja, seitdem ihr vor ein paar Jahren weggezogen seid. Ja, da treffen wir uns wieder. Das glaubt mir kein Mensch. Mir pressiert's bloß ein bisschen. Ich muss die Sicherung suchen. Sonst kann mein Vater nicht weitermachen. Hoffentlich sehen wir uns noch. Ja, das hoffe ich sehr. Ich muss leider. Auf Wiederschauen. Und entschuldigen Sie nochmal die Störung. Ja, das macht doch nichts, Kinderl. Gleich neben der Kellertreppe ist dann der Versicherungskasten. Also, meine lieben Tanten, ich hab mir's überlegt. Ich zieh doch bei euch ein. Auch mit zwei Worten nicht passt. Das freut uns aber. Und du sollst das gut bei uns haben, gell? Ja. Als erstes kriegst du dann gleich der Tante Emme ihr Zimmer, gell? Meins! Freilich, über kurz oder lang kriegen wir doch dann die größere Wohnung. Ja, also gut. Und wann soll ich bei euch einziehen? Je eher, desto besser. Na gut, dann sagen wir in 3 Wochen. Ja, das ist gut. Bis dahin haben wir die da drunter auch schon wieder draus. Psst, wen habt ihr draus? Also, die Tante Emmy ist manchmal direkt senil, gell? Nein, sie meint, die zwei alten Zehen da, die es drin hat, die sind auch bald wieder draußen. Du, Paula, was denn? Ah, ja,
ja, Uli, wir wollen dich bestimmt nicht rausschmeißen, gell? Aber schau, die Tante Emmy und ich, wir haben noch ganz was Wichtiges zu erledigen, gell? Also, Uli, dann bis in 3 Wochen. Wir freuen uns schon. Und wir? Kann ich vielleicht vorher schon mal ein paar Trümmer vorbeibringen? Trümmer? Ja, jederzeit, jederzeit. Ach so. Dann ist der Umzug nur mehr noch eine Bagatelle, gell? Ja. Ihr seid eigentlich gar keine alten Krähen. Führt euch, Tanten. Hey. Da hört sich doch alles auf, gell? Auf geht's, Paula, es pressiert. Ja. Achtung, fertig, los. Also, weißt du, du bist schon wirklich verkalkt, gell? Beinahe hättest du dich verrät. Entschuldige, Paula, das ist mir heute so rausgerutscht. Du bist und bleibst der alte Drutschen. Also jetzt erlaube mal. Du, wo soll denn eigentlich ich schlafen, wenn der Uli in mein Zimmer zirkt? Bei dir? Ach, das schauen wir gerade noch. Nix da, du schlafst auf den Divan da. Na, das kannst du nicht von mir verlangen. Mein Bett gebe ich nicht her. Mei, bist du schwierig. Schau mal her, was ist dabei, wenn du für ein paar Stunden oder ein paar Tage da auf den Divan schlafst. Dafür kriegen wir doch die größere Wohnung. Und du als Jüngere, du kannst nicht verlangen, dass ich da auf den harten, auf den bornigen Sofa schlaf. Also, warum nicht gleich? Aber mein Rheumatetten kriegt er nicht. Du, kannst du jetzt denken, warum der Uli so schnell da bei uns einziehen will? Nein, warum? Oh, wegen dem Mädel! Aber wenn der glaubt, sie können bei uns da umeinander passieren, dann sind sie auf dem Holzweg. Ach geh, die jungen Leute heutzutage, die denken doch immer nur an das Ohne. Um 10 Uhr ist bei uns Zapfenstreich. Das kann ich einer flüstern. Überhaupt, bis der da einzieht, haben wir die Sippschaft da drunter schon längst wieder los. Ja, was ist denn jetzt schon wieder zugetürt, als wie in einem Daumenschlag? Was machen wir denn jetzt? Ja, die Bücher weg. Ja, aber wir haben doch noch gar nicht so lang. Bücher weg und marsch ab in die Küche. Ja, Paula. Da, Frau Fuchs, was gibt's denn? Ja, ich bin's bloß, Fräulein Engel. Grüß einen Gott. Fräulein Engel. Könnten Sie mir vielleicht einen Kaffee ausleihen? Ich hab ganz vergessen, dass ich einen heim tue. Und Sie wissen ja, wenn ich in der Früh zu meinem Zigarettel nicht mein Tasserl Kaffee hab, bin ich halt bloß ein halber der Mensch, gell? Ja, aber du musst jetzt erst mal Schwester fragen. Für Haushaltsangelegenheiten, da bin ich nicht zuständig, gell? Emmy! Komm einmal! Ja, was ist denn? Die Frau Fuchs möchte sich gerne einen Kaffee ausleihen. Schon wieder? Ja, das ist vielleicht schon das dritte Mal in der Woche. Ja. Ich weiß schon, Freund Engel, aber ich bin ums Verrecken nicht zum Einkaufen gekommen. Ja, komm jetzt, du nicht so. Die Frau Fuchs hat uns auch immer einen gefallen. Ja, von mir aus. Ja. Ich sag's ja, sie heißen nicht bloß Engel, sie sind auch welche, gell? Ja, ja. Ist schon recht. Sie, da haben wir ja saubere Leute ins Haus gekriegt, gell? So, wieso denn, warum? Ich bitte, die passen doch überhaupt nicht zu uns. Lauter Proletten. Und die älteste Tochter schaut meine grob vertrauenserweckend aus. Ja, mein Gott, solche Leute müssen auch irgendwo wohnen. Ja, irgendwo, aber doch nicht ausgerechnet bei uns. Haben wir vielleicht nicht schon genug Kinder im Haus, hä? Und die sollen 4 haben. 4! Das ist ja direkt asozial. So, da haben sie es. Vielen Dank. Sobald ich beim Einkaufen war, kriegen Sie es gleich wieder zurück, gell? Ja, das kenne ich. Ja, ich hab da zum Bachler gesagt, Herr Bachler, hab ich gesagt, wieso haben denn Sie die Wohnung mit den 2 Damen Engels gegeben? Ha? Die sind die ältesten Mieter und wollen schon lang von da oben raus. Aber Frau Fuchs, wir sitzen doch gern da im Juche. Mei, und was wollen denn wir noch mit der größeren Wohnung, gell? Oh mei. Für die paar Jahre, die uns noch bleiben, gell, Paula? Ja. Ja, ich hab gemeint, Sie haben sich auch beworben. Ja, das hätten wir schon, wenn sich niemand anders gefunden hätte. Aber es hat halt nicht sollen sein. Ja, weil Sie viel zu bescheiden sind. Und der Bachler, der macht mit einer was er will. Hab ich nämlich auch gesagt, sag ich, Herr Bachler, hab ich gesagt, gell. Sie haben sich den beiden Damen gegenüber alles andere als barmherzig erwiesen. Geschichte noch grad recht, dass sie einen Ärger am Hals haben. Was für ein Ärger? Ja, mit denen da drunt. Wieso? Hat schon was gegeben? Sie liegt ihm doch dauernd in die Ohren, zwängst der eine Bumserei. Aber ich halt mich da raus. Ich weiß nämlich, wer da klopft. Sie wissen's! Ja,
Aber ich sag nichts. Fällt mir ja gar nicht ein. Hätte er einer die Wohnung gegeben, dann hat er seine Ruhe. Aber jetzt geschicht's ihm grad recht. Ja, so sagen sie sonst bald. Haben sie's noch nie geglaubt, verkehrt? Ja, ja, schon, aber wir wissen ja nicht, woher das kommt. Ich wollte es ja schon längst sagen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, die armen Trutschall bloß nicht ängstigen. Das macht es nicht so spannend, Rins. Dass da eine arme Seele keinen Frieden findet, das kommt daher. Woher? Jetzt passen Sie mal auf. Vor den Gallenbergers, da hat doch der Glaser Doblinger die Wohnung gehabt. Und dem sei Frau, die ist gestorben. Ja. Ja, er war doch so ein überkantitelter Hellseher, der über so seine Spirituosensitzungen da abgehalten hat, gell? Und eines Tages tatsächlich hat sich seine verstorbene Frau gemeldet. Durch Klopfzeichen. Jawohl. Und seitdem klopft's. So ist es. Die Geister, die ich rief. Ach, so ist es. Ja, warum haben sie uns denn das nie erzählt? Ja, weil ihr ihn nicht ängstigen wollt. Darum sind doch die Gallenberger so schnell wieder ausgezogen. Und die neuen Mieter, die werden auch nicht alt bei uns. Mornes? Na klar, halt doch keine Sau nicht aus. Apropos Sau, ich muss mein Moas Essen auf den Tisch stellen. Der Wammerl. Und das mag er für sein Leben gern, gell? Also, ja? Darfen Sie uns bitte schön einen Mülleimer mit unternehmen? Ach, gar keine Frage. Ja, dann bring ihn gerne, gell? Sie, also, ich gebe Ihnen den guten Rat. Halten Sie sich die von da unten vom Leib. Ja, warum denn? Die haben uns doch nichts da. Das müssen Sie wissen, gell? Ich jedenfalls will mit denen nichts zum Tor haben. Wissen Sie? Wenn die Vertraulichkeiten zu groß werden, geht's gleich los mit der Ausleierei. Da ist der Mülleimer. Mag ich schon. Geht's dir gut? Kriegen Sie nur einen Besuch? Ich erschrecke jetzt mal so, wenn's leid. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Aus der Haut kannst mit dir fahren. Komm, geh weiter, mach auf. Ja, Paula. Ah, Herr Bachler, Sie sind... Wem er vom Teufel redet? Ja, bitte, kommen Sie rein. Ja! Unser lieber Herr Hausbesitzer. Treibt der eine schlechte Gewissen darauf, hä? Ja, aber Sie sind doch auch überall, wo zwei Hoferdeckel zusammengehauen werden, was? Geht den beiden Damen bloß zur Hand. Ja, ja. Ist ja nicht jeder so ungefällig als wir Sie. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Trick. Da haben Sie genug zu tun. Was gibt's denn, Herr Bachler? Ja, Freundin, ich komme wegen der Klopferei. Der neue Mieter war gerade bei mir. Ja, du liebe Zeit. Ja. Geht's jetzt bei dem auch schon wieder los? Ja, ja. Er sagt, es muss von einer herumkommen. Von uns? Ach, dann müssten wir doch auch was hören. Okay, das ist jetzt schon der dritte Mieter, bei dem es klopft. Und Sie hören das nicht. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Einbildungen sind das, Herr Bachler. Halluzinationen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Wenn es bloß einer gehört hätte. Aber alle spinnen doch nicht. Also ich verstehe das nicht. Ja, das Geschichte hat ganz recht. Was soll er denn noch viel mehr an die Ohren liegen damit? Halten einer Sie da raus. Aber Sie tun doch an Herrn Bachler Unrecht, Frau Fuchs. Sagen Sie einmal, was Sie wissen, Frau was Fuchs. Was holt man doch nicht im Traum ein? Erst wenn er einmal was für die Mieter durchgeht. Wie oft hab denn ich gesagt, dass wir noch eine Mülltonne brauchen? Ha? Neun Parteien, eine Mülltonne. Also gehört ja direkt die Gesundheitsbehörde eingeschaltet. Alle, wenn jeder bloß das nicht hat, was gleich gehört in die Tonne, dann tat schon eine gelangen. Außerdem kostet eine zweite Tonne auch mehr Müllabfuhr. Ja, freilich, bei den Mietern wird er beknausert, ja. Gell? Und dann überhaupt der Keller. Der Keller! Ich zahle die größte Miete, hab den kleinsten Keller. Meinen Sie, dass der einmal tauschen darf? Sie haben den Keller, der zu einer Wohnung gehört. Und außerdem, zu was brauchen Sie einen größeren Keller? Wenn Sie so nichts zum Neu da haben, nicht? Das geht eher am Schmarrn an, gell? Und warum haben denn Sie die Wohnung da drunten mit den Damen Engels gegeben, ha? Das sind die ältesten Mieter und wollen schon lang von da oben raus. Aber Frau Fuchs, ich hab doch gesagt, dass wir uns da wohlfühlen. Ja, weil sie viel zu bescheiden sind. Mich hätte er da nicht rausgekriegt. Ich hätte mich da unten reingesetzt und der hätte schauen können, wie er mich wieder rausbringt. Aha, aber Frau Fuchs. So war er. Du,
hast aber selber gesagt, dass dir das Treppensteigen immer schwerer fällt. Ich bist aber stark. Nein, keine Frage, gell, dass eine kinderreiche Familie zuerst die große Wohnung kriegt. Eben. Außerdem hat mir das Wohnungsamt die Leute zurückgewiesen. Das Wohnungsamt? Haben wir vielleicht keinen freien Wohnungsmarkt, hä? Außerdem hätten sie ja dann die Wohnung am Wohnungsamt melden können. Die weiß doch auch falsch was. Als ob wir nicht schon genug Kinder im Haus hätten. Als ob es nicht bei uns schon laut genug war. Sie sag's einmal, warum ziehen sie denn dann nicht aus, wenn es so schlimm ist da herin? Das darf ihnen so passen, gell? Dass sie mit den Damen Engel machen können, was ihnen passt. Jetzt regen sie ihnen doch unseretwegen nicht so auf, Frau Fuchs. Der Herr Bachler wird schon seine Gründe haben, warum er die Leute aufgenommen hat. Freude hat er die. Oder meinen Sie vielleicht, ich hab nicht gespannt, ja, was der Elterntochter für begehrliche Augen nachgeschmissen hat? Sie, jetzt sag ich Ihnen was. Wenn Sie nicht ab sofort Ihren Drehgeschleudern im Zaum halten, dann lass ich eine Räumungsklage hin. Und ich werde einer Frau einmal ein Licht aufstecken. Die ist nämlich völlig ahnungslos, das arme Hascherl. Aber Frau Fuchs, was rennst denn da? Der Herr Bachler hat doch selber schon große Kinder. Ja, und ist doch kein Grund. Mein Gott, Freund Engel, da merkt man halt, dass Sie von Männern keine Ahnung haben. Ja, ja, dafür haben ja Sie umso mehr, gell? Ja, Gott sei Dank. Dank meiner Lebenserfahrung kann ich da mitreden, gell? Also, das ist mir direkt peinlich, dass Sie so reden, Frau Fuchs. Ja, da hochgefangen. Hätte er die Wohnung gegeben, hätte ich keinen Ton gesagt. Aber schauen Sie, es ist doch wirklich nicht an Herrn Bachler gelegen. Ja, also, für uns zwar, da zerklange da herum. Aber wenn jetzt dann der Uli kommt? Hä? Das findet sich mit der Zeit, Emmy. Warte mal, was denn für ein Uli? Ja, unser Neffe. Der studiert da auf der Universität. Ja, und der sitzt jetzt praktisch auf der Straße. Reine Christenpflicht, dass wir den aufnehmen. Sie wissen aber auch genau, dass Untervermieten nicht erlaubt ist da herin, gell? Wissen wir, Herr Bachler, wissen wir. Aber es ist auch kein Untermieter. Hm? Er gehört doch zur Familie. Und er zahlt auch keine Miete. Nein. Trotzdem kann ich das nicht erlauben. Also, es gab nur böses Blut im Haus. Jetzt hör sich das einmal einer an. Da liegt ein Mensch faktisch auf der Straße und die Familie darf er dann nicht einmal helfen. Nein. Ja, was ist denn? Wo jetzt das Brenner anfängt? Warum ist er nicht meine Wohnung? Also, ich gebe Ihnen den guten Rat. Nehmen Sie Ihren Neffen bei sich auf, das geht die anderen einen feuchten Staub um. Sagen Sie einfach, der ist auf Besuch bei uns, Mario, und dann ganz genauso. Wenn Sie diese alte Quadratratschen nicht in alles reinmischen tat, was geht denn das hier noch an? Einen Haufen, Herr Bachler, einen Haufen. Und wenn Sie meinen, Sie können mit deinen Damen umspringen, wie es Ihnen passt, dann nur über meine Leiche, ja, gell? Und Erna, gib ich den Rat. Wenn Sie einen rechtlichen Beistand brauchen, melden Sie sich nur bei mir, gell? Mein Mo ist so oft auf dem Gericht und kennt so viele Anwälte, brauche ich nur ein Wort zu. Und Erna, sag ich, gell? Wenn Sie die Dame nicht in Ruhe lassen, dann kriegen Sie es mit mir zu tun, gell? Und zwar körperlich. Ja, schauen Sie, dass Sie einen Dreckhübel da rausbringen. Lieber, mein Lieber, wenn der mal stirbt, dann muss mir das Maul extra erschlagen. Was haben denn Sie bloß gegen die Frau Fuchs, Herr Bachler? Das kann ich Ihnen schon sagen. Na, ausgeschmissen hab ich's, weil es mir auch einen da gepumpt hat. Gottele, Herr Bachler, und wegen uns haben Sie jetzt auch noch einen Ärger. Ja. Nein, das wollen wir ganz bestimmt nicht. Wir haben uns halt gedacht, weil er zur Familie gehört. Ja, haben wir uns gedacht. Und dass er Erne vielleicht ein bisschen an die Hand gehen kann. Hm? Ja, weil das ist nämlich ein ausgezeichneter Handwerker. Und der hätte einiges im Haus reparieren können. Ja, mein Gott, na, schauen Sie, aber es hat heute nicht sollen sein. Muss ich heute ihm abschreiben. Na, das war nur das Schöne, wenn Sie wegen uns Ärger hätten, Herr Bachler. Na, ja, das darf man ja nie zulassen. Es ist zwar ein bisschen ärgerlich für uns, aber was nicht geht, geht heute nicht. Ja. Sie, Herr Bachler, wie ist denn das eigentlich? Wird das was mit der Garage, die Sie bauen wollten? Aber woher denn? Vorerst nicht, bei denen Baupreise. Und unser Uli wäre froh, wenn er sich ein paar Magel dazu verdienen kann. Meinst du nicht auch, Paula? Du hast doch gehört, dass wir nicht aufnehmen dürfen. Wie ist einer denn eigentlich neulich auf die Nacht gegangen? Hat eine Frau was mitgekriegt? Von was denn? Na, wie ist es am Psyfen vom Kegel noch
Kommissar. Sie haben uns ja nicht einmal mehr erkannt, so Blaumanns. Bei wem sind Sie? Emmy, ja. Was redst denn da daher? Ja, die Wahrheit. Also, Herr Bachler, ich an Ihrer Stelle, ich wäre ja mit dem Wackler nimmer mit dem Auto gefahren. Also, wenn er da jemand gesehen hätte, dann hätten Sie halt keinen Führerschein mehr. Aber außer uns war ja niemand unterwegs. Ja. Gell, Paula? Sie sagt für ja nichts meiner Frau, gell? Also, dann besteht keine Möglichkeit, dass wir unseren Neffen aufnehmen. Aber geh, Emmy, der Herr Bachler kann doch keine Ausnahme wegen uns machen. Na. Schau, und dann gibt's auch Gesetze. Ja, so ein Hausbesitzer kann auch nicht machen, was er will. Halt. Vorerst passiert im Haus nur das, was ich sag. Und wenn ich sag, einen Neffe kann da einziehen, dann kann er das auch. Vielen Dank, Herr Bachler. Halt. Vorerst hab ich noch nichts gesagt, gell? Meinst du, dass er das tat? Was? Ja, mir bei den Garagen helfen. Freilich, der ist doch hilfsbereit. Ja, wie mir. Also schlecht war das nicht. Aber gell, wenn Sie jemand fragen sollte, er ist nur auf Besuch. Nur auf Besuch. Und wenn er den da drunten einmal belästigen wegen der Bumserei, dann sagen Sie ganz einfach, da oben wohnen Engel und die Bumsen nicht. Als ich geglaubt hab. Ja. Oh, mein Lieber, das ist vielleicht eine Plagerei da rauf im vierten Stock mit dem riesen Koffer da. Grüß dich, Tante Emi. Grüß dich, du bist da. Ja, sehr nett, dass du uns besuchst, aber im Moment passt's gar nicht. Wir sind gerade am. Psst! Geh! Okay, das macht nichts. Lasst euch bloß nicht aufhalten. Ich hab Zeit. Dann wartet ihr halt, bis ihr wieder zurückkommt. Ich bleibe ja jetzt so da. Was? Ja, ich hab mir's überlegt und komm doch heute schon bei euch einziehen. Ja, aber du hast doch gesagt, erst in 3 Wochen. Ja, schon, aber dann hab ich mir gedacht, wenn's meine Tanten schon so wichtig ist, du hast denen halt den Gefallen, ja. Gell? Wer weiß, wie lange ich's noch hab. Und da bin ich jetzt. Ja, also Uli, das ist ja wirklich nett von dir, ja. Gell, Paula? Ja, wirklich nett. Ja. Aber nur so überraschend. Ja. Wir haben noch gar nichts vorbereitet, gell? Ach, bloß keine Umstände, meinetwegen. Also komm, sitz nicht zueinander, komm. Überzieh dann Ulis Bett. Ja, Paula. Ja. Und tu deine Räumerauflage raus. Wieso musst du raus? Ja, du hast doch kein Rheuma, oder? Nein, das nicht, aber ich brauch's zur Vorbeugung. Nein. Die Tante Emmy braucht's da notwendiger auf dem Divan. Oh, das ist aber ganz schlecht für mein Kreuz, ja. Ich schlaf nämlich immer auf einer Rheuma-Auflage. Das tut mir leid, Uli, aber meine Rheuma-Auflage brauche ich selber. Okay, Tante Emmy, du wirst mich doch nicht auf der harten Matratzen liegen lassen. Geschau, das Sofa, das ist doch eh weich genug. Und außerdem darf da die Rheuma-Auflage sowieso bloß runterrutschen. Ja. Der Uli hat recht, gell? Das Sofa ist wirklich sehr weich. Also lass die Rheuma-Auflage ruhig in seinem Bett. Na! Hast du nicht gehört, was ich gesagt hab? Der Uli ist unser Gast und er soll sich wohlfühlen. Aus, fertig! Ja, aber ich. Keine Widerrede! Marsch, überzieh das Bett! Ja, Paula.
Und die zwei Wolldecken soll er als Zudecke hernehmen. Was? Keine richtige Zudecken, nicht? Oh, da hol ich mir ja was in der Nacht. Ich schlaf nämlich immer bei offenem Fenster. Dann gibst ihm dein Daunendecken, Paula. Ja, das wäre wie mein Zudecken. So weit kommen wir noch. Du gibst ihm dein Zudecken aus, gell? Ah, da hab ich aber arge Bedenken. Wenn der Tante Emmy ihr Zudecken noch nicht warm genug ist, weil was Zudecken betrifft, bin ich nämlich hochsensibel. Uli, ich darf das gern geben. Aber na, ohne meine Daunendecke kann ich halt nicht schlafen. Ein Gast hat bei uns noch nie gefroren. Jetzt stell dich doch nicht so an, Paula. Du, das hast man nicht umsonst gemacht. Das muss man wissen. Seid dich noch, Uli. Danke. Na, wart's, ihr zwei lieben Tanten. Oh, ich bring's nur raus, warum ich bei euch einziehen soll. Frau Engel? Katrin, hey, komm rein. Ja, Uli, du bist schon wieder da. Ja, logisch. Ich wohn doch jetzt da. Was? Du wohnst da? Ja, seit einer Viertelstunde. Da schau her, das ist mein Umzugskarton. Ja, weißt, meine Tanten, die wollten unbedingt, dass ich bei ihnen einziehe. Und da wollte ich halt nicht unhöflich sein. Noch dazu, wo du jetzt in der Nähe wohnst. Sag ich mal, was willst du eigentlich mit dem Vogelkäfig? Unser Bazi ist weggeflogen. Und jetzt sitzt er auf dem Dach. Ach, du liebe Zeit. Wo ist er? Ah, da drum sitzt er. Ah, warte, das werden wir gleich haben. Pass auf, ich steige raus. Pass auf. Du bist ein Halsbrecher. Ja, nicht unbedingt. Aber für dich riskiere ich sogar mein Leben. Bazi! Bazilein! Schau her, da ist dein Hasi! Bazi! Jetzt komm mal in dich, du blöder Vogel! Schau, wie dich dein Bazi auslacht. Der hat die Freiheit geschmeckt und will nicht zurück in sein Hausi. Wo sind denn deine Tanten? Die sind nebenan und richten das Betty für einen lieben Uli. Das ist doch riesig, gell? Das hätte ich auch nicht geglaubt, dass wir zwei noch mal unter einem Dach wohnen. Ja. Vielleicht wohnen wir auch nicht lang da. Mein Vater, wenn was anderes findet, dann will ich wieder ausziehen. Was? Okay, ihr seid doch gerade erst eingezogen. Ja, schon, aber in der Wohnung hält sich ja kein Mensch nicht aus. Wieso denn? Alle 10 Minuten bumpert's, dass die Wind wackelt. Ja. Und kein Mensch weiß, was das sein kann. Wir sind schon richtig nervös. Okay, das müsst man doch rausbringen können, oder? Oh, meine liebe Traumfrau, so schnell wirst du dich nicht wieder aus meinem Leben stehlen. Ich darf ja gern da bleiben, bei so einem netten Untermieter im 4. Stock. Ja, das meine ich schon auch, wo ich doch extra wegen dir eingezogen bin. Wegen mir? Naja, nicht nur, aber hauptsächlich. Ja, weißt, diese zwei scheinheiligen Engel, die haben meiner Mama früher immer das Leben zur Hölle gemacht. Ja, und weißt warum? Ja, weil meine Mama einen netten Mann gekriegt hat und sie zwei keinen erwischt haben. Und jetzt kann ich mich heute im Namen von meiner Mama bei meinen Tanten revanchieren. Ach, so ist es. Ja, freilich. Oder hast du gemeint, dass wir die aus reiner Nächstenliebe bei sich wohnen lassen? Nein, da steckt was anderes dahinter. Oh, jetzt fliegt der Bazi wieder runter. Mein Gott. Da schau. Jetzt sitzt er auf der Dachrinne. Jetzt pass auf, das haben wir gleich. Ich steige jetzt da raus. Oh. Ja, und du gibst mir den Käfig. Pass auf, Uli. Ja, keine Angst, ich bin schwindelfrei. Weißt du was? Jetzt gehst du zu euch runter und scheißt ihn mit einem Besen rauf. Dann hab ich ihn gleich, gell? Sei aber vorsichtig. Ja, keine Angst. Katrin! Was ist? Ich fang den Vogel nur, wenn du heute Abend mit mir ins Kino gehst. Erpresser. Ja oder nein? Also von mir auf! Bazi! Nein, jetzt fliegt er dann auf! Ach. Ja, so, Uli. Dein Bett ist jetzt gekriegt, gell? Ja, wo ist er denn? Sein Koffer steht noch da. Ja, komisch, gell? Vielleicht hat er was vergessen. Komm, lass uns klopfen! Sonst kommen wir ganz aus dem Takt. Achtung, fertig, los! Dass der Depp auch heute schon kommen muss, hä? Das können wir auch nicht mehr ändern. Aber das ist ja nicht einbüten, gell? Dass mir deren, was er will. Also irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Ob das gut war, dass wir den hergeholt haben? Das war schon richtig. Und dass das warst? Ich nehme für jetzt dein Zudecker, gell? Das kommt nicht in Frage.
kann mit der Wolldecke nicht schlafen, die kratzt da so. Was macht's denn ihr zwei da? Ah. Was hat euch denn der Tisch da, dass ihr gerade so draufhaut, hä? Ja. Da war ein Haufen Fliegen. Ja, ganz viele. Die haben wir da schon. Fliegen. Ja, sag einmal, was tust denn jetzt du mit dem Vogelkäfig da auf dem Dach drum? Ich wollte eigentlich einen kleinen Vogel fangen. Aber jetzt glaube ich, habe ich zwei Krähen erwischt. Sagt's einmal, habt ihr nicht gesagt, dass ihr fortgewollt habt? Ja, das schon, aber das haben wir jetzt verschoben. Ja. Verschoben? Mhm. Ja, das trifft sich ja ganz gut. Ich hab nämlich einen Haufen Drecker die Wäsche dabei und die kann unbedingt waschen. So, also dann, Tante Emmy, kurz das gleich waschen. Waschen? Ja, aber wir waschen erst nächste Woche wieder. Na, also so lange kann ich nicht warten. Komm, Tante Emmy, du wirst doch nicht wollen, dass der Neffe rumläuft, weil einer der unter der Brücke haust, oder? Also. Aber Uli! Komm, gib's doch der Frau Fuchs, die soll's waschen, ja? Ja, Paula. Hinten waschen, verstehst du? Ja, und du, Tante Paula, du kannst die Schuhe putzen. Was aber? Ja, was heißt da aber? Ha? Hast du nicht selber gesagt, dass du dich um jemanden kümmern möchtest? Jetzt kannst du dich um mich kümmern. Also auf geht's und keine Müdigkeit vorschützen. Gut. Aber nur ausnahmsweise, gell? Na, wart's jetzt, zwei Nebelkrähen. Das war erst der Anfang. Na, wen brisiert's denn da schon wieder so? Schnell, ich brauch den Käfig. Jetzt sitzt er bei uns auf dem Balkon. Halt. Ich hab die Neuigkeit des Jahres für dich. Sag schnell. Pass auf, ich glaub, dass ich mit ziemlicher Sicherheit weiß, wer der Poltergeist ist. Na, doch. Und ich versprich dir, dass der Geist bald auspumpert hat. So, und jetzt fangen wir aber deinen Vogel. Komm. Hoffentlich ist er nicht schon wieder weggeflogen. Hey, man schon. Hey, jetzt pass es doch auf, Mensch. Lassen die Türsperre weit auf, dass jetzt Gesindel rein kann. Oh hallo, Sie! Was heißt da, hallo, Sie? Hab Sie schon gesehen, gell? Sie, was ist denn mit meinem Rahmen? Hä? Mit meinem Fensterrahmen! Also. Der gehört schon lange einmal gestrichen, gell? Sonst verkommt doch alles. Ja. Sie, in den 15 Jahren, wo ich jetzt da herin war, haben Sie schon zweimal die Miete erhöht, gell? Aber richten lassen tun Sie nichts, ja? Immer bloß einen Gewinn machen auf Kosten von den Mietern. So schaut's aus. Das ist doch komisch. Dass immer diesmal am weitesten aufreißen, die gar keine Miete nicht zahlen. Nein, doch. Wie geht's in ein paar Monaten? Hab ich doch noch gesagt, dass ich anderweitige Verpflichtungen hab. Ist da jemand? Ich bin's bloß, Fräulein Engel. Und unser lieber Hausbesitzer. Ja. Ah, Sie sind's, Frau Fuchs. Fräulein Engel, kannten Sie mir vielleicht eine Handvoll Mehl leihen? Wissen Sie, mein Mutter putzt sich Zwetschgen nicht leihen. Und ich hab ganz vergessen, dass ich uns heim tat. Aber Zwetschgen haben's. Weil sonst könnt ihr ja keine Zwetschgenknödel malen. Ah, Sie putzen Männerschuhe. Ja, warum? Soll unser Neffe vielleicht mit dreckigen Schuhen umeinander laufen? Ach, ist der schon da? Wer hätte das gedacht, gell? Ja. Und Herr Bachler, was kann ich für einen da? Hm? Ja, eigentlich wollte ich einen Becken richten. Was? Was war ein Becken? Aber ich komme lieber morgen wieder. Was du heute kannst besorgen, verschiebe ich nicht auf morgen. Ja, gut, wenn's morgen. Ja. Halt! Was ist denn? Zuerst ich! Und dann ich! Darf ich jetzt vielleicht da? Sie sind doch. Drum sitzt er wieder. Ja, aber ich sag, was hat das mit der Klopferei auf sich? Das hat eigentlich eine ganz natürliche Ursache. Das nennst du natürlich? Die Frau Fuchs sagt, das ist der Geist von der toten Frau Doblinger, die früher in der Wohnung gewohnt hat. Genau, die Frau Fuchs muss ja wissen, gell? Sag mal, glaubst du eigentlich noch an Storch? Geh du! Ja, na also, ein Geist, der sich nicht lacht, so ein Blödsinn. Du, aber eigentlich ist ja das gar nicht so blöd. Katrin, das ist ja die Idee. Wir drehen den Spieß einfach um und schlagen den Geist mit seinen eigenen Waffen. Kapier ich nicht. Oh, Uli, jetzt fliegt er wieder runter. Also, wenn wir den lieben Bazi haben, dann drehen wir einen Krong um. Oh, nein.
sobald ich beim Einkaufen war, kriegen sie es Druck. Nein, das mache ich nicht länger mit. Das halte ich nicht aus. Das ist meine Bitte. Das ist ja zu wahnsinnig geworden. Was ist denn los? Wo ist der Herr Bachler? In der Küche. Herr Bachler! Ja. Der dicke Türmeck, der noch springen. Was? Was ist los? Herr Bachler, das halte ich nicht länger aus. Was denn? Da wärst du ja wahnsinnig, wenn das so weitergeht. Da brauch ich ja eine Überweisung. Schau nach Egelfing. Warum fehlt da noch was? Hat's vielleicht schon wieder pumpert? Ich kann ja durch danach stehen. Alle 10 Minuten klopft es. Das hält meine Nerven nicht mehr aus. Fängst der Draht schon durch? Da, hören Sie es, hören Sie es! Aber jetzt kommt das Klopfer von unten! Genau, schnell nachschauen! Halt, du musst doch frei sein! Ja, was ist denn ja Drami denn? Du, Paula, jetzt hab ich... Psst. Was ist denn? Hörst du nichts? Ja. Jetzt hat's wieder aufgehört. Ja, was denn? Ja, das Klopfer. Paula, wir haben doch gar nicht geklopft. Ich war ja in der Waschküche drin. Wenn ich sag, es hat geklopft, dann hat's geklopft. Geht's dir schon gut, Paula? Es hat genauso geklopft, wie mir immer klopfen. Geschwind, komm, nimm dein Buch. Nimm dein Buch. Das wollen wir jetzt mal sehen. Ist wirklich alles in Ordnung bei dein Buch, sag ich. Ja. Achtung, fertig, los! Der Uli soll sich bloß nicht einbeuten, dass ich dauernd seine Hemden da wasche, gell? Ich bin doch keine Waschfrau. Den haben wir schneller wieder draußen, wie wir glauben. Herr Schatzzeit, jetzt hat's schon wieder geleid. Schnell die Bücher weg. Ja. Schnell! Ja! Ja, was steht da? Jetzt ist aber das Klopfer von da gekommen, das war so ganz gemies. Ja, aber ich bin schief. Was ist? Ich hab's doch selber gehört. Ja, Freund Engel. Ups, ups. Hör's auf! Ups. Hör's auf, ich wär sonst wahnsinnig. Ist was passiert? Ja. Die Herrschaften meinen, dass schon wieder bei uns klopfen tut. Was bei uns? Ja. Entschuldigen Sie schon, dass ich lache. Aber sie sitzt da und rätselt und meine Schwester hat gelesen. Das ist mir jetzt wurscht. Wenn es noch einmal klopft, dann hol ich die Polizei. Jetzt möchte ich es gewiss wissen. Die Polizei? Mir kann einer da auch nicht helfen. Ja. Bei Klopfgeistern sind die machtlos. Das wird sich dann schon rausstellen. Wahrscheinlich werden sie die Bruchbude gleich einmal abreißen müssen. Sie haben wohl einen Vogel, was? Nicht so einen großen wie Sie. Herr Bachler, ich zieh da aus, ich suche eine andere Wohnung. Das hält da kein Mensch aus. Da kannst du ja Spinnen anfangen. Haben Sie das gehört? Der will wieder ausziehen. Ja. Ich hoffe bloß, dass Sie dann wissen, was Sie gehört, dass die Damen Engel die Wohnung kriegen. Sagen Sie mal, was kümmern Ihnen eigentlich Sie immer drum? Sie? Was meinen denn Sie, wie lange ich denen noch die Wassertragel und die Einkaufstaschen da rauf trage, hä? Bin doch kein Muli! Jetzt muss ich endlich das Waschbecken richten. Aber komisch ist das schon, mein Lieber. Schnell, Emi, hol die Bücher, jetzt macht man fertig. Ja, und der Bachler? Der Bachler, den sperre ich vorsichtshalber ein. Achtung, Paula. So, jetzt pass auf. Jetzt geben wir ihm den Rest. Achtung, fertig. Ja, aber was ist das? Ja, keine Ahnung. Die tote Frau Doblinger. Ach, was? Herr Bachler, komm mal schnell einmal! Ja, kann nicht, warum kann der nicht? Ja, du hast doch zugesperrt! Ah, ich hab zugesperrt, ja. Herr Bachler, komm mal! Was gibt's denn schon wieder? Hören Sie das? Sein
fahr nicht gern. Sind Sie immer noch der Meinung, dass das von uns kommt? Das holt ja kein Mensch aus. Das ist doch zum Teufel holen. Aber jetzt werde ich nachschauen, mein Lieber. Das hat sich gut getroffen. Paula, ich hab Angst. Ach, voller Bob. Ich schlaf jedenfalls nicht da heraus auf dem Divan. Jetzt steig dich doch nicht so an. Haben Sie das gehört? Hä? Ich war gerade in meiner Küche. Möchte mein Kartoffelmehl anrühren, auf einmal kommt's aus der Wasserleitung so. Hui! Und dann wieder Bums, Bums, Bums. Sieh, ich sag was. Wir haben so lange keine Ruhe, als bis der Klopfgeist sich sein nächstes Opfer gesucht hat. Paula! Hör auf! Du hysterische Kuh, du! Sieh! Bei der Schwester von meiner Schwägerin. Schwester von meiner Schwägerin war es ganz genau so. Und nach einer Woche haben die eine Leiche im Haus gehabt. Das ist ja fürchterlich. Und die ist keines natürlichen Todes gestorben. Nein, die hat sie am Abend Mops Fidel ins Bett gelegt und bis in der Früh aufwacht, war sie tot. Jetzt hat es wieder aufgehört. Ja. Mein Gott, graust mir vor der Nacht. Ist ja bloß gut, dass sie einen männlichen Schutz haben. Wo ist er denn überhaupt? Werner Neffe. Ach, der ist irgendwo im Haus. Vielleicht bei Dürs. Oh, der treibt sich schon bei den anderen Parteien rum. Aber wenn das kein schlechtes Ende nimmt. Ja, warum denn? Ich möchte Sie ja nicht ängstigen. Aber haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen? Da hat ein Neffe seine Tante umgebracht wegen 20 Mark. Lupperte 20 Mark. Das kommt ja bloß von den Drillern im Fernsehen. Paula. Paula? Ja, unser Neffe bringt schon jemand um. Weiß man's? Man kann doch gar nicht wissen, wie man sie ins Haus holt. Sag's nicht, ich hab sie nicht gewarnt, gell? Jetzt muss ich wieder gehen. Gib ihnen den guten Rat. Passen's gut auf sich auf. Wenn's tot sein, ist spät. Mein Gott. Komisch. Bei einer halt er nicht so gut. Doch auf, Sie alter Depp! Alte Fledermaus! Herr Bachler, haben Sie was rausgebracht? Ja, wer denn? Wenn ich drum bin, dann klopft's herum. Bin ich herum, dann klopft's drunter. Also, ich verstehe das nicht. Das ist der Geist, Herr Bachler! Der was? Der Geist! Ja, ich zittert jetzt am ganzen Körper von lauter Aufregung. Ja, Tante Paula! Jetzt haben wir ihn erwischt. Wen denn? Den Vogel. Ach so. Habt ihr einen Handwerker im Haus? Hallo. Na, das ist unser Hausbesitzer, der Herr Bachler. Ach so. Ja. Ach, und Sie sind wohl der berühmte Neffe. Ja, so ist es. Ach, das ist ja ganz gut, dass wir uns jetzt schon kennenlernen. Ja. Okay, Herr Bachler, seien Sie doch so gut und schreiben Sie mich auch in den Mietvertrag mit rein. Was, im Mietvertrag? Ja. Warum denn? Ja, sicherheitshalber. Ja, damit ich nicht auf der Straße sitze, wenn meine Tanten früher oder später abkratzen sollten. Ah, aber Uli! Ich weiß gar nicht, ob Sie da wohnen wollen. Wissen Sie, da geistert's nämlich. Ah, ja, ja. Da hab ich schon was leiten gehört. Ja. Oh, mein Lieber, da darf man sich noch was einfallen lassen. Was glauben denn Sie, was Sie für eine Schadensersatzklage am Hals haben, wenn die Mieter alle da in die Nervenheilanstalt eingeliefert werden? Ja, aber die Frau Fuchs sagt, das ist der Geist von der Frau Doblinger. Okay, hört's doch auf. So ein Schmarrn. Sagen Sie das nicht, Herr Bachler. Ja. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir mit unserem Menschenverstand nicht kapieren. Ich glaube, ich wäre krank. Ja, Emmy, leg dich nieder. Ja. Das war ein bisschen zu viel für dich. Ja, Paula. Na, Tante Emmy, das ist das Verkehrteste, was du jetzt tun kannst. Im Bett sterben nämlich die Leute. Es ist voll gescheiter, du machst uns jetzt einen Kaffee. Ja, ein Kaffee war jetzt nicht schlecht. Nein, wir haben aber nichts daheim zum Kaffee. Ja, dann muss man ja was holen. Also gut, Emmy, geh weiter. Dann lauf zum Becken über. Laufen wir noch. Emmy! Ja, ach so, ja.
Da habt ihr euer Geld. Ist das nicht recht leichtsinnig? Ja, was ist denn? Komm, Tante Emmy, geh nur zu. Aber bring mir nicht zu wenig mit, gell? Ja, Paula. Wir bringen so Schuchsen. Was? Bring es meinem Bienenstich. Ja, und du, Tante Paula, du kannst jetzt in die Küche gehen und kannst einen Kaffee aufsetzen. Ja. Ja. Was ich noch fragen wollte, haben ja eure Tanten schon mit einer geredet? Ja. Und? Sind sie einverstanden? Ha, logisch. Mit was? Ja, ja, ich meine, eure Tanten haben mal gemeint, sie taten mir beim Bauen von den Garagen helfen. Was? Ja? Die haben wohl ein Radl zu viel. Ich und Garagen bauen. Nein, also tut mir leid, Herr Bachler, aber ja. Das müssen sie ja noch wieder abschminken. Ja, aber deswegen habe ich doch der Untervermietung überhaupt erst zugestimmt. Katrin, komm. Ja. Oh. Das ist der Herr Bachler, unser Hausbesitzer. Ja. Wir kennen uns schon. Freilich kennen uns wir. Wir sind ein Gottfreund, dir. Ja, jetzt langt's dann schon wieder. Ha? Kann ich bitte meine Hand wieder haben? Ach so, freilich. Ja, also dann, für gut, Herr Bachler, und schauen Sie mal wieder vorbei, gell? Ja, nein, ich muss ja noch das Becken muss ich noch, das Waschbecken muss ich noch reparieren, gell? Ja, ja, das läuft ja nicht davon. Ja. Der Besuch passt uns jetzt gerade nicht. Der passt gerade nicht. Gut, dann geh ich halt. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bachler. Wiedersehen. Den Hausbesitzer nicht einfach so nachschmeißen. Du siehst doch, dass es kann, oder? Entschuldigen Sie, mein Pümpel. Oder soll ich vielleicht zuschauen, wie der alte Depp halber auffrisst? Der hat dich doch fast ausgezogen mit den Augen. Tja. Vielleicht bin ich sein Typ. Naja, es war schon gut, dass ich da eingezogen bin. Nicht nur wegen der Klopferei. Du Spinner. Na, aber die Engeldamen, die waren das nicht. Die haben uns zum Einzug sogar einen Blumenstrauß geschenkt. Katrin, glaub mir, ich hab's selber vom Fenster aus gesehen, was sagen die schon mit den Büchern rumgehauen haben. Ja, aber dass wir mit dem Besen an die Decken klopfen, das ist mir nicht recht. Ja, bitte. Wenn du lieber wieder ausziehst. Nein, das nicht. Aber glaub mir's, Katrin, nur so kriegen wir einen Frieden im Haus. Lass mich das noch machen. Also, die ganze Zeit ist mir schon danach. Nach dem Klopfen? Ja. Ach, Schmarrn. Dass ich dich in den Arm nehme. Warum hast du das nicht schon lang gemacht? Ja, um Gottes Willen. Du, die Tante Paula, wenn die sehen wird, die war glatt im Stand und hat die Polizei anrufen. Du, wie schaut's denn eigentlich mit einer kleinen Provision aus? Was für eine Provision? Ja, weil ihr euch doch jetzt die Wohnung erhält. Ach so. Hm. Oh, jetzt hast du leider Pech gehabt. Jetzt wollte ich gerade verdammt leidenschaftlich werden. Das ist eine Schlepperei da rauf. Sind Sie der Neffe? Ja. Ich bin die Frau Fuchs und gehe an meine Tanten zur Hand. Wenn sie mich nicht hätten, dann wären sie aufgeschmissen. Und mit ihnen wahrscheinlich auch. Ich muss wieder runter. Servus, Uli. Ah, Katrin, nicht vergessen, gell? Und? Ich werde dran denken. Ich werde den guten Rat. Lassen Sie sich mit derer da nicht ein. Danke für den heißen Tipp. Die haben nämlich ihren Tanten die Wohnung da unten weggeschnappt. Okay. Was sie jetzt haben? Ja, nicht direkt, eher indirekt. Verstehen Sie? Wahrscheinlich werden sie sich hinter den Hausbesitzer gesteckt haben. Ja, ja. Sie ist alt nur. Man muss wissen, was tut, gell? Dabei ist er eher so ein alter Knacker. Könnten Sie einer da vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken? Gell, da muss man doch blind sein, dass man nicht hört, dass da was stinkt, oder? Warum, meinen Sie, haben die Wohnung gekriegt? Was jetzt?
Jetzt passen Sie mal auf, die Familie Dürr, die hat die Wohnung ganz ordnungsgemäß gekriegt. Ja, die haben zu 6, 8 Jahre lang in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gehaust. Also da wird's ja doch schon langsam Zeit, oder? Und Erna, so geht nur das eine. Wenn Sie sich weiterhin über die Katrins Maitz reißen, dann sind Sie bei der nächsten Hexenverbrennung die Erste, die auf dem Scheiterhaufen landet. Haben Sie mich verstanden? Soll das vielleicht eine Drohung sein? Nein, ich wollte damit nur was in aller Deutlichkeit gesagt haben. Mein Gott, muss ihm doch jemand sagen, dass das ein Sozialfall ist? Frau Fuchs, seine Wohnungstür steht offen. Nicht, dass einer jemand noch was neidragt. Mei, ist das nett, Freund Dürr, dass mir das sagen geht. Na, 8 Personen, 10 Jahre in einem Einzimmer-Apartment. Na, schrecklich, was es gibt, gell? Freund Dürr, bring das gleich eine Tasse mit uns mit. Na, danke, das ist sehr nett, Frau Engel. Aber ich habe leider keine Zeit. Für Gott! Vierte Katrin! Ach, Tante Paula! Ja? Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie froh, dass ich bin, dass ich jetzt bei euch wohnen darf. Ja, wir freuen uns ja auch so, Uli. Ja, und trotzdem würde es mich interessieren, warum ihr mich geholt habt. Ja, weil du doch unser Fleisch und Blut bist, ja. Und weil du doch zur Verwandtschaft gehörst. Oh, da ist jetzt der Kuchen. Ah, wunderbar. So, schauen wir mal. Oh, hoffentlich klangt der. Der Kaffee ist schon fertig, gell? Gut. So. Ach, übrigens, ich möchte heute abends gern mit der Katrin ins Kino gehen. Wie schaut's aus? Seid ihr flüssig? Ah, ja. Bist du flüssig? Ja, 10 Mark, hä? Oh, 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 10 Mark. Ich hab schon eher an 50 gedacht. Also gut, 50, ja. Ja, na also, warum denn nicht gleich so, also, gell? Ja, dann werde ich jetzt gleich mal der Katrin Bescheid sagen, gell? Mei, von euch sagt mein Vater, alte Krähen. Und nicht zu viel Kuchen essen, gell? Paula? Hä? Der hat was vor. Mit dem Kerl bleibe ich keine Nacht unter einem Dach. Was ist, wenn er uns was antut? Wir können doch auch nicht gleich wieder rausschmeißen. Das ist deine Sache, mein Lieber. Du hast ihn ja ins Haus geholt. Hab ich denn wissen können, dass er heute schon kommt und dass er so unverschämt ist? Vielleicht magst du uns ab, wenn er mit uns allein ist. Paula! Der Geist! Der Geist! Jetzt beruhigen Sie ihn doch. Schauen Sie, wenn da wirklich eine Gaunerei dahinter stecken sollte, dann sitzt der Verbrecher schneller hinter Schloss und Riegel wie der Mond. Also jetzt passen Sie mal auf. Ja. Bis um 2:30 sind Sie da heringesessen. Ja. Das wissen Sie gewiss. Ja. Ja, und gehört haben Sie nichts. Aber hier. Und das Geld ist auch weg. Ja. Das ist allerdings verdächtig. Ja, aber kann es nicht sein, dass vielleicht bloß einmal schnell zum Einkauf gegangen ist. Im Nachthemd. Hä? Da liegt ihr Gewand. Ach so, Jesus, ja. Tja, Frau Inge, dann müssen Sie allerdings mit dem Schlimmsten rechnen. Bis um 2 sind wir da im Dunkeln gesessen und haben auf ihn gewartet. Ja, gekommen ist er nicht? Nein. Und was war dann? Dann sind Sie in ihr Zimmer gegangen. Ja,
Ja, dann bin ich ins Bett. Mhm. Aber so richtig schlafen habe ich gar nicht können, gell? Ich habe nur so duselt. Kennst du das? Ja, ja. Und dann bin ich auf einmal ganz unruhig geworden. Hm. Ja, und dann sind sie wieder da, Rey. Ja. Ja, und wann haben sie dann gemerkt, dass sie gar nicht da ist? Ja, um in der Früh. Um 14:45 habe ich auf die Uhr geschaut. Aber die ist eh blind. Und da muss das Verbrechen passiert sein. Wie unsere Mutter selbiges Mal gestorben ist, da ist auch die Uhr stehblim. Ja. Ja. Ja, und wo ihr Neffe jetzt sein kann, wissen Sie nicht? Keine Ahnung. Die ganze Nacht war sein Bett unberührt. Eigenartig. Meine arme Schwester, oh Gottele, ich mach mir so viele Vorwürfe. Nee, Freund Engel, das braucht's doch nicht. Sie kennen doch nichts dafür. Sie muss eine Vorahnung gehabt haben. Und bleib sitzen, schon als Jana. Ich mach schon auf. Ja. Ja, mein Gott, was machen denn Sie schon wieder da in aller Herde? Was geht denn, ist Jana noch? Freund Engel, kannten Sie vielleicht? Aber was ist denn mit Jana los? Sie war noch ja. Hat denn der vielleicht was da, Harry? Frau Fuchs, bei uns im Haus muss sich eine Tragödie abgespielt haben. Na, sonst? Ja, meine Schwester ist verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Ja, um Gottes Willen, erzähl's doch! Er hat's umgebracht. Mörder! Sag mal! Spielen Sie, ha? Unser Neffe! Ach so. Ja. Was ich gesagt hab, das nimmt kein gutes Ende. Ach, du liebe Zeit. Was ist in dem Haus schon alles passiert? Aber Mord noch keiner, gell? Mein Gott, sie war eine wunderbare Frau. Wann schafft der Polizei? Na? Das ist doch das Erste, was man in so einem Fall tut. Ich renn gleich zum Telefonieren. Dann halt! Wir haben doch keinerlei Beweise. Wir haben nicht einmal eine Leiche. Wieso? Ist die nicht da? Aber wo? Es ist ja das Verhexte. Keinerlei Anhaltspunkte. Keine Blutspritzer, nix. Blutspritzer? Als ob man Menschen nicht auf eine andere Art und Weise umbringen kann. Haben Sie noch nie was vom Halstuchmörder gehört? Also ich konnte es einfach nicht glauben. Ich meine, er hat doch so einen guten Eindruck gemacht. Das täuscht, die verstellen sich alle. Ich weiß das, weil ich pro Woche mindestens 2 bis 3 Kriminalheften lese. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Der ist gestern auf Nacht noch mit der Tochter vom Dürr ins Kino gegangen. Stimmt. Wie ich in der Nacht um 1:30 ganz zufällig im Keller war, da habe ich die 2 im dunklen Gang stehen. Im dunklen Gang um diese Nachtzeit. Da schlaft doch ein anständiger Mensch, oder? Ja. Typisch für diese Jugend von heutzutage. Moral ist für die ein Fremdbegriff. Und da, danach, muss passieren sein. Mein Gott, jetzt warnen es doch nicht, Freund Englisch. Schauen Sie, spürt doch nichts mehr. Hey, aber mach sie ja keine Sorgen, ich stehe ihnen schon bei. Bei Tag und bei Nacht, gell? Ja, aber was soll er denn für einen Grund gehabt haben? Es geht! Ich hab's ihnen doch gesagt, das ganze Geld ist weg! Oh, das ist aber ärgerlich. Ich wollte sie gerade fragen, ob sie mir was leihen könnten. Wissen Sie, die Zeitungsfrau kommt doch zum Abkassieren. Nein. Ich hab keinen Pfennig mehr. Alles ist weg. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Okay. Ich geh gleich runter in die Straße und sammelt für Sie, gell? Damit die erste Not gelindert ist. Ist das? Für den Kranz müssen wir ja auch was zusammenlegen. Ja, jetzt warten Sie doch erst einmal, bis wir was genaues wissen. Geht. Sie haben doch bloß Angst, dass Sie was zahlen müssen, Sie sind ja geizkrank. Damals beim Kranz von der Frau Doblinger haben Sie auch nichts gezahlt. Zuerst müssen wir jetzt einmal Gewissheit haben. Warum? Nein, jetzt ging das. Für mich ist das alles klar. Was? Was wollen denn Sie wissen? Alles? Oder haben Sie es heute in der Früh vielleicht schon mal geklopft? Nein. Und Sie, Freund Engel? Ja, nicht. Na, haben wir es doch schon. Der Klopfgeist hat sich sein nächstes Opfer gesucht.
ganz so traurig, wie es hieß, gell? Aber wir können froh sein, dass wir endlich eine Ruhe haben. Jetzt hört's aber auf mit dem Spann. Was hat denn das eine mit dem anderen Dorf? Hören doch Sie mal auf, Sie haben sich doch genauso aufgeregt, oder? Ja, das. Mir ist das wurscht. Ich telefoniere jetzt erst einmal zur Polizei. Sie, Frau Winge, Ihre Schwester hat doch auch noch so eine schöne Strickjacken gehabt. Wissen Sie, so eine handgestrickte. Ich meine bloß, bevor Sie es wegschmeißen. Sagen Sie mal, meinen Sie nicht, dass da jetzt ein bisschen zu weit ginge? Warum? Ihrer passt es sowieso nicht. Freundin Inge, machen Sie ja nichts draus, die kommen nicht anders. Ja. Tja, Freundin Inge, aber wenn Sie recht haben, dann fragt Sie es jetzt bloß, wo hat er die Leiche hin? Ja, also in der Wohnung ist nirgends. Ich habe überall nachgeschaut, im Schrank, unterm Sofa. Sie ist nirgends. Herr Bachler, vielleicht hat er es vergraben. Ja, und mit der Katrin war er im Kino. Ja, ja, und ich habe ihr noch das Geld dazugegeben. Das hat man von seiner Gutmütigkeit. Ja. Bleib sitzen, ich mach's schon auf. Ja. Da müsste eigentlich die Katrin was wissen. Vielleicht ist sein Komplizin. Sagen Sie mal, ist das wahr? Die Frau Fuchs hat gesagt, ein Mord ist passiert. Ja, der Verdacht liegt leider nahe. Oh Gott. Ja, und wer? Das Fräulein Engel. Nein, die Dünne. Das kann doch nicht sein. Ich hab's doch noch. Jetzt passen Sie auf, Fräulein Dürr. Vielleicht können uns Sie ein bisschen weiterhelfen. Setzen Sie ihn doch einmal hin. Bitte. So, Fräulein Dürr. Sie waren also gestern mit dem Neffen im Kino. Ja. Aha. Und dann? Dann hat er mich heimgebracht, wie sie sich gehört. Aha. Und dann? Dann haben wir noch ein bisschen geratscht. Ja, und dann? Sie sagen's einmal, soll das ein Verhör sein? Sie sind gestern Nacht um 1:30 noch im Hausgang gesehen worden. Ja, und? Ist das verboten? Und kurz drauf muss die Sache passiert sein. Nein. Ja. Seitdem ist der junge Mann verschwunden. Sie haben wohl keine Ahnung, wo er sich versteckt haben kann. Ich glaube, ich spinn. Ja, Sie glauben doch nicht wirklich, dass der Uli sein Tante... Also die Tatsachen sprechen gegen ihn. Es passt alles zusammen. Das Fräulein Engel ist verschwunden, ebenso der Neffe. Sie müssen doch zugeben, dass das reichlich verdächtig ist. Vielleicht sind die zwei miteinander durchbrennt. Tschüss, es nicht ins Lächerliche. Die Sache ist tragisch genug. Ja. Also, und Sie haben keine Ahnung, wo er sich versteckt haben kann? Doch, ha? Aber ich sag's nicht. Hören Sie's, die stecken unter einer Decke. Fräulein Dürr, wir können Sie ja nicht zur Aussage zwingen. Aber wenn die Polizei kommt, dann müssen Sie es sagen. Von mir erfahren Sie nichts. Und wenn Sie dem Uli einen Mord anhängen wollen, dann werde ich mich verteidigen dürfen. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht auch noch Drogler müssen. Was ist denn da los? Die Frau Fuchs war bei mir an der Wohnungstür und sammelt für einen Kranz fürs Fräulein Inge. Ja, ja, weil der Uli sie... Was? Das ist gut, dass Sie da sind, Herr Dürr. Da können wir Männer jetzt gleich einmal den Keller systematisch absuchen. Was, der Uli soll jemand umgebracht haben? Mhm. Nicht soll, hat. Ja, es deutet alles drauf hin. Und die Leiche? Die ist im Keller? Ja, also ich wüsste nicht, wo er sie sonst versteckt haben sollte. Moment, da fällt mir ein. An meiner Kellertrennwand, da fallen vier Latten. Also gestern waren die noch da, das weiß ich ganz gewiss. Na also, da haben wir's doch schon. Geh weiter suchen. Ja, das glaube ich auch, aber das mit den Latten ist schon komisch, gell? Ich komm schon, Herr Bachler! Na, da sind wir in ein sauberes Haus gezogen. Mein Gott, meine arme Schwester. Sie tut mir so leid. Das glaube ich Ihnen jetzt nicht, dass Sie mit einem anderen Menschen Mitleid haben. Ja, jetzt was erlauben Sie denn, ha? So, morgen. Sagt's einmal. Was ist denn das für ein Menschenauflauf vor unserer Tür unten? Gut, dass du da bist, Uli. Es ist nämlich ein Mord passiert. Was, ein Mord? Ja, hast du recht gehört, ein heimtückischer Mord. Ja, die Emmy ist verschwunden. Hat sie es nicht mehr ausgehalten bei dir? Bei Tante meint, sie ist umgebracht worden. Und du bist der Mörder. Ah, ja, und recht hat's.
Leid umzubringen ist nämlich mein Hobby. Oh. Das war ein Geständnis. Ja, freilich. Warum soll ich es denn noch leugnen, wo du doch eh schon alles weißt? Mein Gott, meine arme Schwester. Das arme, arme Dingel. Die, ja, die war ein zacher alter Brocken. Aber jetzt hat sie es ja überstanden und ist im Fegfeier. Viel schlimmer ist mit dir, Tante Paula. Ja, wieso denn mit mir? Weil du noch alles vor dir hast. Oh, Tante Paula, es gibt ja so viele grausame Arten, einen Menschen ins Jenseits zu befördern. Der Halstuchmörder! Ja, aber Tante Paula, du wirst doch keine Angst haben. Ein Mensch wie du, der seiner Lebtag nur Gutes getan hat, der wird sich doch nicht vor dem Tod fürchten, oder? Ja, schon, aber es gibt halt Situationen, gell, im Leben, wo ich auch nicht immer nur gut war. Ja, man ist doch auch bloß ein Mensch, oder? Geh du doch nicht, Tante Paula. Das kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. Tante Paula, noch hast du Zeit, dein Gewissen zu erleichtern. Warum habt ihr mich geholt? Das war der Emmy Idee. So. Ja, ich hab immer gleich gesagt, Emmy, hab ich gesagt, die Wohnung ist für uns viel zu groß. Aber na, sie hat gemeint, wenn wir einen Uli aufnehmen, dann kriegen wir ganz bestimmt die Wohnung da unten. Ja, das hat sie gesagt. Also, ich verstehe kein Wort. Weil wir doch die untere Wohnung unbedingt haben wollten. Die von Dürs. Ach, als ob ich's nicht geahnt hab. Und ich sollte euch helfen, die Familie zu vergrößern. Deswegen hab ich bei euch einziehen sollen. Nicht nur deswegen. Nein. Schon auch aus Menschlichkeit, gell? Weil sie ja so viel an mir gut zu machen gehabt hat. Ja, hauptsächlich deswegen. So, gleich werden sie da sein. Wer? Die Polizei. Sie haben doch das Grab am Waldfriedhof, gell? Ja. Ich hab nämlich am Rössel vom Waldfriedhof gleich angerufen, dass sie auf eine große Beerdigung einsteigen können. Aber fein keine Wienerwürstel, hab ich gesagt, gell? Schon was Gescheites. Das Fräulein Engel lasst sie bestimmt nicht lumpen, hab ich gesagt. Ja, den Beerdigungstermin kann ich natürlich erst bekannt geben, wenn die Mordkommission die Leiche freigeben hat. Sehr fürsorglich von Ihnen. Gell, sagen Sie ja. Und dann hab ich noch... Ah! Da ist er ja! Was ich sag, der Täter kommt immer an den Tatort zurück. Gut, dass die Polizei gleich da sein wird. Sieh, mein Lieber, das da gibt Mord in Tateinheit mit schwerem Raub. Das gibt lebenslänglich. Ja? Vielleicht sitzen wir im Gefängnis nebeneinander. Ich glaube, Sie meinen Spaß, hä? Da geht's um Mord. Ui, da fürchte ich mich ja gleich. Wo haben denn Sie die Leiche versteckt? Wenn Sie es nicht weiter sagen. Schwöre. Im Keller, hinter einer Ziegelwand, eingemauert. Haben Sie das gehört? Das war ein Geständnis. Und wenn Sie weiterhin einer Nase in Sachen stecken, die einer nichts angingen, dann passiert einer ganz genau das Gleiche. Haben Sie mich verstanden? Ich bin zu allem entschlossen. Der hat mir gedroht. Das gibt mich alles zu Protokoll. Eigentlich hätte ich jetzt Zeit, könnte man gleich mal die Kleider von ihrer Schwester anschauen, gell? Ja, ich mein, war ein Schmarrner, was noch lange aufhebt, oder? Keine Angst, Frau Engel. Ich stehe ihnen schon bei, mit Rat und Tat, gell? Auf sie werden schwere Zeiten zukommen. Bleib sitzen, mach schon auf. Mein Gott. Wo warst denn du? Jesus, bin ich froh, dass das Geld wieder da ist. Na, sag mal, ja, wo warst denn nur? Ich hab mich so gesorgt um die. Ja, so red doch nur. Du musst mich zuerst niederlegen. Ja, Emmy, leg dich nieder, komm. Oh. Lass dir helfen. Geh zu. Lass die zudecken, so. Oh. Liegst du gut? Ja. Ja, sag mal, Emmy, ja, wo warst denn die ganze Zeit? Auf dem Trockenspeicher. Ja, dann hat einer der ja gar nicht umgebracht. Ja, ehrlich, das scheint's gar nicht recht, hä?
Du liebe Zeit, jetzt kann ich die Polizei wieder absagen. Auf nichts kannst du dich verlassen. Emmy, du glaubst ja gar nicht, was ich alles durchgemacht hab. Was ich für eine Angst ausgestanden hab wegen dir. Geht das so bitte? Der Kerl muss heute noch aus dem Haus. Ich trau mir nimmer da herin wohnen. Aber er hat ja unbedingt bei uns wohnen müssen. Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Gut gemeint. So schön kennt man's haben. Aber nein, fremde Leute müssen bei uns einziehen, dass man um sein Leben fürchten muss. Emmy! Das muss einmal gesagt werden. Ich hab heute Nacht über alles nachgedacht. Uns Geschichte ganz recht. Warum wollen wir denn die Leute da rund unbedingt draußen haben? Wir haben es doch da auch nicht schlecht. Ja. Aber den Tantenmörder, gell? Den Tantenmörder, den holen wir uns noch selber ins Haus. Ja, was sollen wir denn da? Ich kann ihn doch auch nicht wieder rausschmeißen. Das ist deine Sache. Du bist die Ältere. Ich sag's ihm jedenfalls. Warum wir ihn hergeholt haben und dass er wieder ausziehen muss. Und zwar sofort. Oh, das ist er schon, das ist er schon. Du gehst halt bei dir rein. Sonst passiert was. Was sie schaut nicht da. Ach, die Fuchsin hat gerade gesagt, ihre Schwester war wieder von den Toten auferstanden. Wo ist denn? Ja, da ist sie ja. Ja, und Pumper gesund auch noch. Und ich habe im Keller drin zintliche Mauern durch. Paula, schick die Herden aus. Ich genier mich. Wir schauen ihnen schon nichts ab. Sagen Sie uns lieber, wo Sie die ganze Nacht waren. Das ist doch unwichtig. Hauptsache ist, dass sie jetzt da ist. Mein Gott, das war vielleicht eine Arbeit. Kein Mensch wollte mir glauben, dass das ein blinder Alarm war. Die Polizei, dein Freund und Helfer, gell. Aber mein Lieber, den habe ich schon Bescheid gestoßen. Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ja, was haben Sie denn alle so scheiß wichtig, oder? Hey, wir hatten im Keller die Mauern eingehaut. Wegen einer Leiche vielleicht. Ah, da schau her. Die Trauergemeinde setzt gerade die Leichenrede auf. Ja, da ist ja deine Tante. Ja, Tante Emmy. Sind wir wieder auferstanden von den Toten? Dabei hat doch die Frau Fuchs schon die Todesanzeige aufgegeben. Mein Gott, irgendwer muss sich doch kümmern, wenn die Schwester in ihrem Schmerz dazu nicht in der Lage ist. Ja, irgendwer, aber nicht sie. Also, Frau den Engel, was wollten Sie denn die ganze Nacht auf dem Speicher drum? Was? Am Speicher was? Ja, ich hätte es euch gleich sagen können. Wie ich heute in der Früh die Wäsche aufgehängt habe, da habe ich es liegen sehen. Ich hab mich doch so gefürcht. Da, halten Sie mal, ich möchte mich anziehen. Ja, dran Sie eine Uhr. Habt ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt, hä? Nein. Unser Gewissen ist rein. Also das darf ich mir an eurer Stelle nicht so fest zu behaupten dran. Was war denn das dann mit der Klopferei? Das ist ein Geist, die Frau Fuchs weiß das. Ach was, Geister gibt's nicht. Die Klopferei kommt eindeutig von da herum. Nein. Ich war herum und ich hab's unten geklopft verkehrt. Ja, das war ich. Sie? Ja. Du? Sie! Das war unsere Tourkutschen. Genau. Ja. Damit wollten wir euch nämlich diese Klopferei austreiben. Nein, die Klopferei von da herum, das war ein Geist. Ja, wenn's meiner, auf alle Fälle ist jetzt endlich wieder Ruhe da herin. Solange ich in dem Haus bin, ist da keine Ruhe. Dann wird's Zeit, dass ich endlich einmal ausziehe. Okay. Mein Gott, dann wird er noch einen Witz machen dürfen. Frau Fuchs! Mein Gott, war eh nicht mein Geschmack. Und wo waren eigentlich Sie die ganze Nacht? Ich? In meinem Bett. Nein, das stimmt nicht. Die ganze Nacht war dein Bett unberührt. Ja, mein Bett bei euch. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch mein Zimmer. Ach, Sie haben nur eine Unterkunft? Ja, freilich. Ja, glauben denn Sie, ich gebe mein Zimmer auf. Ja, dann hätte ich ja an das Märchen von den reizenden Tanten mit einem wiederentdeckten Familiensinn glauben müssen. Nein. Ich wollte bloß rausbringen, was da herin abläuft. Und? Hast du das rausgerückt? Ja. Ich hätte helfen sollen, die Familie zu vergrößern, damit die Tanten dann eine Wohnung kriegen. Ich will ja gar nicht ausziehen. Und jetzt schon erst recht nicht mehr, wo die Klopferei endlich aufgehört hat. Wir wollen ja schon lang nicht mehr unterziehen. Gell, Paula? Na, schon lang nicht mehr. Gell, Emmy?
Das war ja nur so eine Idee, gell, Paula? Na, also, sehen Sie es. Ich hab doch schon immer gesagt, dass das da die richtige Wohnung für Sie ist. Sie müssen ja die vier Stirn nicht draufsteigen, gell? Auf jeden Fall hab ich durch die Gaudi die Katrin wieder getroffen. Und das war mir die ganze Aufregung schon wert. Eigentlich müsst ihr ja jetzt meine Tanten dankbar sein. Ja, ja, Uli. Da schau her, jetzt kenn ich mich aus. Ja, ich mir. Aber dann müsst ihr ja von jetzt ab eigentlich eine Ruhe haben im Haus. Was ist denn jetzt schon wieder? Paula, der Geist. Das ist der Beweis, dass wir unschuldig sind. Mein Gott, geht das jetzt schon wieder los? Nein, nein, den Geist, den kenne ich. Der raucht wie der Teufel. Stimmt, da unten wohnt der Teufel. Ja, unten wohnt der Teufel. Und oben wohnen Engel. Gell, Paula? Thank you.